Hallo und ganz herzlich willkommen zum heutigen Karma Live Talk, zum Teil 3 von Jeder Tag kann ein Neuanfang für dich sein, kann dein Neuanfang sein. Und ich warte jetzt noch ganz kurz, wer sich heute live dazu schalten möchte. Diejenigen bitte ein Hallo schreiben oder könnt ihr mal auch ein Emoji senden. Schreibt mir bitte, ob ich gut zu hören und zu sehen bin. Und dann starte ich einfach. In den letzten 2 Teilen, die ich gesendet habe zum Thema Jeder Tag kann dein Neuanfang sein, ging es in Teil 1 darum, mal sein Ziel zu definieren. Was ist jetzt mein Ziel, um zu beginnen? Der erste Step, um zu beginnen, mein Leben zu verändern. Was brauche ich jetzt? Was ist jetzt wichtig? Brauche ich jetzt Entspannung? Ist es jetzt wichtig, überhaupt mal mich zu entspannen? Ist eine Weiterbildung wichtig im beruflichen Bereich? Was steht überhaupt an? Was ist jetzt mein Ziel? Was ist jetzt der erste Schritt, den ich gehen sollte, damit ich beginne, mein Leben zu verändern? Das war im Teil 1. Im Teil 2 ging es darum, dass ich schaue, wie kann ich das umsetzen. Zum Beispiel, ich möchte gerne Yoga machen. Also, welche Yogaschule ist für mich? Zu welcher Yogaschule kann ich gehen? Oder mache ich jetzt einen Yoga-Online-Kurs? Welche Yoga-Online-Kurse gibt es, wenn du jetzt nicht die Möglichkeit hast, wegzugehen? Das ist oftmals die Herausforderung für Mütter, alleinerziehend oder auch nicht. Wie kann ich das umsetzen? Online-Kurse sind da super. Möchte ich mich weiterbilden im Job? Dann zum Beispiel eine Weiterbildung. Was gibt es für Weiterbildung? Welche Schulen gibt es? Welche Angebote gibt es? Online, offline, direkt in Seminaren. Ja, wo kann ich mein Ziel umsetzen? Welche Unterstützung bekomme ich dazu? Wenn ich Stress habe, zum Beispiel, welche Meditations-CDs kann ich kaufen? Vielleicht kann mich auch jemand persönlich dabei begleiten. Ja, wie kann ich das umsetzen? Und da ist ganz wichtig, diese Umsetzung da zu finden. Und heute im dritten Teil geht es darum, dass man auch wirklich in die Umsetzung geht. Du hast jetzt deine Schule, du hast jetzt dein Wellnessstudio gefunden. Du hast jetzt quasi die Möglichkeit und jetzt geht es darum, auch wirklich in diese Umsetzung zu kommen, dass du in Aktion kommst, das auch wirklich zu machen. Ich möchte dir gerne ein Beispiel von mir selber erzählen. Es ist nicht einfach. Es ist, in eine Veränderung zu gehen, ist für keinen einfach, weil wir ja alle gewohnt sind, in unserem Trott drin zu sein. Und wir sind alle im Stress, wir haben alle viel um die Ohren und es ist für keinen einfach zu sagen, okay, jetzt stopp. Aber es ist wichtig zu sagen, stopp, ich verändere jetzt, ich beginne. Und das Leben zu verändern geht nicht von heute auf morgen, dass man das komplette Leben verändert, sondern man fängt an, Stück für Stück in Stufen. Und ich weiß aus meinem eigenen Leben, ich habe sehr, sehr viele Herausforderungen gehabt, wie jeder andere auch. Und damals habe ich nach dem Abitur war mein großer Traum, war in die Textilbranche zu gehen. Ich war ein Riesenfan von der Modebranche. Ich habe sämtliche Artikel gesammelt. Ich habe mit meiner Freundin Abendkleider designt. Und dann habe ich nach meinem Abitur angefangen mit einer Ausbildung zur Handelsassistentin im Textilhandel. Und das war total super. Ich bin sehr aufgegangen. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Es hat mir auch nichts ausgemacht, samstags zu arbeiten. Es hat mir einfach so Spaß gemacht. Ich hatte Freude daran, ganz viel Freude in meinem damaligen Job. Und wir sind
Circa 50 Kilometer von meinem Heimatort mussten wir dann immer in die Schule fahren, weil nur die zentrale Schule in Stuttgart diese spezielle Handelsassistentenausbildung angeboten hat, neben den betrieblichen Ausbildungen in der Firma. Und unser damaliger Lehrer hatte uns angeboten, dass wir bei ihm, er bietet einen Kurs an, wo man lernen kann, Ausbilder zu werden. Ausbilder, Ausbilderin bedeutet, jeder, der in einer Firma arbeitet und Auszubildende unterrichtet. Es gibt ja einmal in den Ausbildungen in der Berufsschule die Ausbildungen und innerbetriebliche Ausbildung. Und da braucht man dafür eine Prüfung, die man machen muss bei der Industrie- und Handelskammer. Und vorher muss man natürlich einen Lehrgang besuchen, damit man die ganzen Bereiche auch lernt und dann nachher zur Prüfung gehen kann bei der IHK. Und dieser Lehrer war sehr engagiert, hat uns das angeboten. Und jetzt war das so, wir sind ja schon sehr früh aufgestanden damals, um 5:30, das weiß ich noch, und mit der Bahn dann nach Stuttgart gefahren. Und es hätte bedeutet, diesen weiteren Unterricht, da wären wir von morgens gegangen bis abends um 6 in der Schule. Und am nächsten Tag hatten wir wieder Berufsschule und dann nachher auf dem Rückweg waren wir dann immer auch bei der Firma. Wir hatten immer an 2 Tagen einen ganzen Tag und einen halben Tag Berufsschullehrgang. Und damals habe ich überlegt, oh mein Gott, das ist eine ganz, ganz lange Zeit und habe mir überlegt, Tanja, sollst du das machen? Das ist eine Herausforderung, es ist viel Stress. Schaffe ich das? Habe mich damals besprochen mit meiner Abteilungsleiterin und ich habe dann gesagt, gut, ich mache das. Es ist absehbar, es ist ein bestimmter Rahmen. Es ging damals ein halbes Jahr. Und ich habe dann ein halbes Jahr das gemacht, diese Weiterbildung, habe das dran gehängt und es war nicht immer einfach. Man ist an seine absoluten Grenzen gekommen. Ich habe dann nachher die Ausbildereignungsprüfung bei der IHK erfolgreich abgelegt. Und im Nachhinein war ich sehr froh. Es war nur einen gewissen Zeitraum. Und meine weitere Qualifikation hat mich dann auch nachher in der Firma weitergebracht, nachdem die Ausbildungsleiterin irgendwann gegangen ist. War ich dann nachher ihrer Nachfolgerin, weil ich dieses Zertifikat hatte, diese Möglichkeit. Und es hat mir super viel Spaß gemacht, mit den Auszubildenden die innerbetrieblichen Schulungen ihnen anzubieten. Und möchte es nur als Beispiel sagen, es gibt Schritte zu tun, Entscheidungen zu machen, tun manchmal weh. Oder meistens sind sie eine große Herausforderung und sie kosten erstmal auch Kraft. Aber nachher, wenn man dann den Schritt gegangen ist, ist man erleichtert, dass man es gemacht hat, dass man sich entschieden hat für eine Veränderung. Ich habe früher, wo ich noch meine Praxisräume getrennt hatte, kam meine Yogalehrerin zu mir in die Praxisräume und wir waren eine Gruppe, alles mit Müttern. Und mit Kindern, mit kleinen Kindern. Und die Mütter waren so froh, dass sie immer wieder in den Yogakurs gekommen sind. Und sie waren nicht regelmäßig da, weil sie immer auf ihre Männer warten mussten, dass jemand da ist bei den kleinen Kindern. Man kann die kleinen Kinder ja nicht einfach alleine lassen, die ein-, zwei-, dreijährigen. Aber die Zeit, die sie immer dann verbracht haben, wenn sie gehen konnten, diese 1,5 Stunden Yoga. Das hat ihnen in der Woche so viel gebracht, wieder Kraft zu sammeln. Oder eine Mutter hat sich entschieden, eine Weiterbildung zu machen für ein Jahr und hatte immer auch an Samstagen zweimal in der Woche dann noch Unterricht. Samstags ganzer Tag und unter der Woche einen Abend. Und sie ist so froh, dass sie das gemacht hat und dass sie sich weitergebildet hat, weiterbilden konnte. Das heißt nicht, dass das einfach ist. Aber wenn man bedenkt, wenn ich weiter in meinem alten Radius bleibe, was bringt mir das?
wenn ich nicht schaue, was ist jetzt für mich wichtig, was brauche ich jetzt? Zum Beispiel, wenn ich immer im Stress bin, dann kommt irgendwann mal der Zusammenbruch, wenn ich nicht Stopp sage, halt und jetzt mache ich was anderes. Auch wenn ich einen stressigen Job habe und ich merke, der Job macht mir keinen Spaß, er laugt mich aus, er macht mich fertig. Es geht nicht, dass ich auch sage, okay, ich schaue, dass ich einen anderen Job finde. Ich traue mich, ich gehe. Ich hatte eine Klientin als Fallbeispiel aus der Praxis, die ist jeden Tag 1,5 Stunden, hat die Fahrweg gehabt. Zwei Kinder und ihr Mann hat gearbeitet in dem Wohnort, wo die Kinder zur Schule gegangen sind. Aber es war immer eine Herausforderung. Der Job war stressig, es war sehr, sehr schwierig. Sie hat sehr gut verdient und hatte aber immer diesen Stress und diesen Fahrweg. Sie war in einer leitenden Position und sie hat sich auch irgendwann mal, haben wir uns das angeschaut und geguckt, was bringt mir das? Ich komme fertig nach Hause, ich kann nicht mehr, ich bin nicht mehr aufnahmefähig für meine Kinder. Und sie hat dann begonnen, einen anderen Job zu suchen und hat auch einen gefunden. Einer, der in der Nähe von ihrem Wohnort war, der auch in leitender Funktion war. Und sie hat zwar weniger verdient, aber hatte nicht mehr diesen Stress und diesen Aufwand. Und vom Finanziellen hat es genauso gut gereicht. Ja? Abwege. Abwägen. Komme in die Entscheidung. Komme in die Umsetzung. Und am Anfang ist es meistens eine ganz große Herausforderung, wenn man Dinge verändert. Und das ist der erste Schritt zur Veränderung. Die Entscheidung. Treffe die Entscheidung. Und bleib am Ball. Manche fragen sich, was hat es zu tun mit Karma? Jeder Tag kann ein Neuanfang sein, weil du der Lenkerin bist. Du bist die entscheidende Person, die das Leben verändern kann. Karma bedeutet ja, wie habe ich mich im Vorleben verhalten? Welche Entscheidungen habe ich getroffen? Und Vorleben fängt ganz genau definiert vor einer Sekunde an. Ich habe agiert, Aktion, und von einer Aktion kommt eine Reaktion. Ich entscheide jetzt, mich zu entspannen. Die Folge ist, dass ich in Zukunft kraftvoller bin und dadurch einen kompletten Zusammenbruch umgehen kann. Ich setze die Grundlage für meine Zukunft. Bleibe ich weiter in der Aktion und tue nichts für meine Entspannung, dann kann die Reaktion sein der komplette Zusammenbruch. Es ist ganz wichtig, dass du dir bewusst wirst, das Karma ist dein Schicksal und du gestaltest es. Und das ist jetzt erst der Anfang. Und ich möchte dich dazu motivieren, weiterzugehen. Das ist jetzt ein Ziel aus dem Lebensalltag, wo ich dich hin begleiten möchte, wo meine Challenge für dich jetzt war, diese kurze dreiwöchige Challenge. Und tiefere Veränderungen im Leben, da bedarf es sich zu schauen, wirklich einschneidende Erlebnisse, wirklich komplettes Leben zu verändern. Da muss ich schauen, von welchen negativen Gedankenmustern, Glaubenssätzen und verletzten Gefühlen ich gesteuert werde. Das heißt, es ist wichtig anzuschauen, die Ursachen, was hat mich geprägt aus meinem Vorleben, von der Kindheit, von den Ahnen, von den vorigen Inkarnationen, die immer miteinander zu tun haben. Ich kenne meine Eltern, ich kenne meine Ahnen, ich kenne mein Umfeld, ich kenne alle Seelenausverwicklungen aus Vorleben. Und ich habe für dich heute ein Geschenk, damit du dich damit auseinandersetzen kannst. Und zwar unterhalb des Videos habe ich dir den Link zu meinem Buch gepostet,
Die ersten 20 Seiten sind kostenlos einzusehen und da stehen die ganzen Zusammenhänge. Da ist auch eine wunderbare Grafik, die darstellt, wo alles sich befindet, wo alles sitzt und genau erklärt, wie die ganzen Zusammenhänge sind, wo die Prägungen sitzen, die Glaubensmuster, die Dogmen, die Erfahrungen, die Erlebnisse, wo sie gespeichert sind, wo deine verletzten Gefühle gespeichert sind. Und ich kann dir immer nur ans Herz legen, es ist wichtig, dass du in Aktion kommst, dass du handelst. Denn auch ein Nichthandeln, ein Bleiben in der Situation ist auch ein Handeln. Ich bleibe einfach. Und dann hat es aber keine Veränderung zur Folge. Das ist ganz wichtig. Wenn du nichts änderst, im Außen verändert sich dann nichts. Und ein Zitat, was auch in meinem Buch steht, möchte ich dir gerne heute noch auf den Weg geben. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Dieses Zitat ist aus dem Talmud. Schicksal ist das Karma. Sei dir dessen bewusst. Also, Veränderung geschieht bei dir. Schau dir die Zusammenhänge an, die in meinem Buch erwähnt sind. Da ist der Link, ist kostenlos, die ersten 20 Seiten. In den ersten 20 Seiten steht alles drin, was wichtig ist, damit du beginnen kannst zu verstehen über die Zusammenhänge. Und wenn du persönliche Fragen an mich hast, persönliche Erklärung wünscht, dann hast du die Möglichkeit, mit mir ein kostenloses Gespräch von 60 Minuten zu vereinbaren. Der Link ist auch unterhalb des Videos gepostet. Ich wünsche dir jetzt ein wunderschönes Wochenende. Bei mir scheint die Sonne, meine Fische im Fischteich, die genießen das auch immer. Da bin ich total fasziniert, dass die sich auch sonnen. Geh ins Licht. Sei ganz herzlich umreicht. Bis zum nächsten Mal, deine Tanja.